Hallo, ich bin Daniel und ich bin hier auf der GenCon für Geeks Live Flaxenburg und ich führe ein Interview mit Herr Nico Maas. Der Herr Nico Maas, was machst du hier und wie ist die Idee der GenCon gekommen? Mir hier sozusagen jetzt bei der GenCon, uns gibt es seit 2004. Wir sind eigentlich aus dem Animex-Treffen Merzig entstanden, sind also eines der wenigen offiziellen Treffen. Und da wir halt eben damals viele Veranstaltungen gesehen haben, gerade so das Aufkommen der Konichi und alles mögliche, haben wir gesagt, so okay, wir haben noch ein paar Helfer hier, wir haben genug Leute, die Interesse daran hätten, machen wir doch einfach eine kleine Con. Und dann haben wir dann mit relativ wenigen Leuten angefangen, so für 200 Leute in Bessringen. Und seit 2006 sind wir hier in der Stadthalle Merzig und haben ein paar mehr Besucher als die paar hundert. Okay, wie viele Besucher waren letztes Jahr, vorletztes Jahr da gewesen, respektiv? Jetzt wie viel werden ungefähr prognostiziert? Also wir haben normalerweise jedes Jahr so eine Steigerung von ungefähr 200 Leuten. Also wir hatten halt immer jetzt im vorletzten Jahr so, also beziehungsweise 2012 hatten wir das dann damals gehabt, hatten wir so um die 600 gehabt. Letztes Jahr 2015 waren wir bei 800 und wir denken, wenn es gut wird, halt eben jetzt gerade mit der Kooperation mit Epicon und Co., dass wir so bei die 1000 dieses Mal knacken könnten. Okay, das heißt, die Marschrichtung ist gesetzt. Ich hoffe, dass sie erreicht wird heute. Du hast ja gesagt, am Anfang war es relativ klein. Ist noch Kapazität hier in der Halle, wo du sagst, okay, man kann noch weiter ausstellen? Oder sagst du, irgendwann wird es vielleicht zu eng, weil 1000 Leute, danach vielleicht noch 1200, 1500, man weiß ja nie. Hast du eventuell schon eine Idee, wo man es noch hin weiter verschieben kann? Also prinzipiell haben wir noch von den Feuerwehrgegebenheiten sehr, sehr viel mehr nach oben, was ein normal denkender Mensch gar nicht denken würde. Also es ist wirklich verdammt viel, was hier noch reinpassen würde. Aber wir wollen es auch jetzt nicht zu groß werden lassen, weil dann zu eng wird und unangenehm. Das Problem ist, dass wir am Saarland eben relativ wenige Hallen haben, wo man wirklich hin kann. Wir hätten zwei jetzt in Aussicht, aber das ist dann auch das Problem. Dann lohnt es sich dann erst, wenn man wirklich richtig große Kapazitäten hat. Also wir sprechen dann so von 15.000 Besuchern oder sowas und die mal eben zu knacken, ist halt eben sehr, sehr schwierig. Vor allen Dingen jetzt gerade, wenn man nicht irgendwo in Frankfurt sitzt oder irgendwo, wo es gerade jetzt noch enger wird. Also ich bin einmal durchgelaufen für meinen Kanal persönlich. Ich habe gesehen, ich bin relativ schnell durch. Das heißt, das ist relativ eine familiäre Con. Klein gehalten, man kennt den einen oder anderen noch nicht, wie wenn es jetzt auf einer großen Con, wie zum Beispiel die Gamescom oder ich weiß nicht was, wo keiner den anderen mehr kennt. Ist das jetzt ein Vorteil für die Leute, die veranstalten, für die Leute, wo kommen oder auch für euch, davon abgesehen? Auf jeden Fall. Das ist auch eines sozusagen der Grundpfeiler. Wir selbst bezeichnen uns so ein bisschen liebevoll als Gammelcon manchmal, weil wir uns einfach wirklich einfach gerne so wie ein familiäres Treffen halt im Hallen. Sowieso, dass das meistens so der Jahresabschluss, dieses Mal sind wir im Oktober, normalerweise im November. Das heißt, wir sind normalerweise eine der letzten Cons, da trifft sich so alles nochmal so gerade so von Atashi über Shui, über all die ganzen, die kommen hier zusammen dann dort und feiern nochmal sozusagen zum Abschluss. Und das ist eben das Schöne dabei. Man kann eigentlich so ziemlich mit jedem sofort reden, kommt ins Gespräch, hat viele Möglichkeiten, manchmal auch ein paar Ideen oder Sachen, die man auf einer großen Con gar nicht machen kann, weil einfach dafür der Raum nicht da ist oder die Leute denken so, ach, das ist mir jetzt noch viel zu kindisch oder so. Man kann viel experimentieren, das ist schön für uns und das hat ganz so schön Leben. Ich habe gesehen, das Thema, wo ihr habt, ist wirklich ganz, ganz groß japanisch Anime angehaucht. Wurde das von Anfang an so verfolgt oder habt ihr euch irgendwann darauf spezialisiert oder habt ihr wirklich alles ein bisschen gemacht? Also wir haben eigentlich immer ganz gerne, sage ich mal, in diesem Bereich gebracht, da wir auch direkt vom Animex.com und auch so eine Art, wie soll man sagen, jetzt Bildungsauftrag sehen. Also wir wollen auch viel damit vermitteln. Deshalb haben wir auch viele Showgruppen immer dann dort, die dann Kampftechniken vorführen oder Japanischkurse und so. Wir versuchen uns auch in dem Bereich so ein bisschen einzugliedern, gerade jetzt mit der Nähe zu Saarbrücken und Trier, also direkt mit zwei Universitäten, versuchen wir immer mal einen Professor da zu haben, der auch dann über die Geschichte oder über die Sprache dann noch was gibt. Also wir versuchen auch so, so ein bisschen Wissenstransfer zu machen, nicht nur im Bereich Cosplay, sondern auch was Historie angeht, weil uns das ganz wichtig ist. Wir grenzen uns so ein bisschen ab, was jetzt Steampunk und Ähnliches angeht, weil wir in unserem Bereich einfach seit 2004 arbeiten, da relativ gut sind und jetzt nicht irgendwie andere dann dort angreifen wollen und deshalb sind wir so eine reine Anime- und Manga-Con und wir sind damit eigentlich ganz glücklich und kriegen damit auch gut Zulauf. Das ist in Ordnung. Okay, die Leute sehen wahrscheinlich das Schildchen. Klär uns mal auf, was ist das Schildchen? Das ist ja erstmal, dass ich sowas gesehen habe. Ja, das ist, wir machen das seit einigen Jahren. Ich weiß auch selbst nicht mal, wo das Ding entstanden ist. Also ich glaube, wir hatten uns da wirklich mal irgendwann mal so eine Schnapsidee gehabt, das wäre doch ganz cool. Die Idee von diesen Schildchen ist, jeder Helfer hat so eine, also jeder, der das will, von den Helfern und von den Gästen, kann sich so ein Schildchen dran langsam kassen. Das ist für unseren sogenannten Offline-Chat. Das ist sowas, ich glaube, wir sind die Einzigen, die es tatsächlich machen. Und im Prinzip ist die Idee dabei, jeder, der auf einer Con rumläuft, kann halt eben so jemand mit so einer Nummer sehen, geht unten zu unserem, neben unser Con-Büro zum Offline-Chat, kann sagen, ich möchte gerne ein Briefchen an die 54 schreiben in deinem Fall, schreibt dann einfach was drauf, das wird dann dort hinterlegt auf unseren Postfächern und ich kann dann wieder runtergehen und kann mir praktisch sozusagen mein Postfach geben lassen. Kann aber natürlich dann meistens so sein, dass der andere gar nicht seine Nummer angibt. Ich weiß also gar nicht, wer da hinten dran steckt und muss das dann so ein bisschen herausfinden. Und das kommt sehr gut an.
Okay, dann noch, willst du was sagen, wie man euch erreichen kann, eventuell Videos gucken, wenn ihr YouTube habt, Facebook etc. pp., eine Internetseite oder wenn man euch helfen will, eventuell Orga, Freiwillige und solche Sachen? Orga und Freiwillige sind immer sehr gerne gesehen, weil wir leben von Helfern, muss man ganz klar sagen, und wir haben halt eben nicht den Standortvorteil, jetzt eine Großmetropole zu sein, deshalb ist es auch mal schwieriger, Leute beizubringen. Also wer Interesse hat, kann natürlich jederzeit auf unserer J-Con-Seite bei Facebook gucken oder j-con.saarland auf unserer Internetseite, und wir sind natürlich auf Animex immer sehr aktiv. Also wer will, kann auch mal zu unseren monatlichen Treffen vorbeischauen, einfach uns mal so kennenlernen, und Helfer Orgas immer wieder sehr gerne willkommen, in jedem Bereich eigentlich. Okay. Gut, ich danke dafür das hilfreiche Interview. Dankeschön. Tschüss. I'm not your fucking chance.